Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gebe ich euch 3 Tipps mit auf den Weg, wie man schnell gesunde Haare bekommt und ich stelle euch meine Produkte vor. Bevor es aber mit dem Video losgeht, möchte ich mich einmal ganz herzlich bei dir da draußen bedanken, denn ohne deinen Support auf meinem YouTube-Channel würde ich jetzt dieses Video gar nicht drehen und dann würde ich auch keine Produkte entwickeln oder geschweige denn auf den Markt bringen. Deshalb erstmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an dich da draußen. Wenn du allerdings noch nicht Teil meiner Community bist, ja, dann herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken und natürlich auf die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und wenn du Bock hast, folg mir natürlich auch gerne auf Instagram. Dort gibt es aber eher so private Einblicke von mir als auch einige Outfit-Posts. Ich freue mich auf jeden Fall über deinen Support, egal ob YouTube, Facebook, Instagram, whatever. Bevor ich euch aber meine Produkte vorstelle, möchte ich kurz darüber sprechen, wie man schnell gesunde Haare bekommt. Gerade wenn man seine Haare lang wachsen lässt, ja, wie ich jetzt zum Beispiel, dann wird einem bewusst, dass umso länger die Haare werden, umso mehr Pflege brauchen die Haare halt. Und man möchte natürlich auch gesunde Haare haben, gerade dann, wenn man lange Haare hat. Deshalb jetzt 3 Quick Tipps, wie du schnell gesunde Haare bekommst. Tipp Nummer 1. Achte auf die Inhaltsstoffe. Wenn du zum Beispiel ein Haarstyling oder ein Haarpflegeprodukt kaufst, solltest du auf jeden Fall auf die Inhaltsstoffe achten und einfach mal das Produkt rumdrehen und schauen, was für Inhaltsstoffe überhaupt in dem Produkt drin sind. Sind zum Beispiel pflegende Inhaltsstoffe in dem Stylingprodukt mit enthalten? Wenn ja, super. Wenn nicht, dann solltest du vielleicht mal überlegen, dein Haarstylingprodukt oder deine Haarpflegeprodukte einfach mal zu ändern. Oder zum Beispiel in deinem Shampoo oder deinem Conditioner, sind da Parabene oder Sulfate drin? Ja? Wenn ja, dann versuch vielleicht auch mal hier ein anderes Shampoo zu verwenden. Achte auf jeden Fall darauf, was für Inhaltsstoffe tatsächlich in den Produkten drin sind. Und da kann ich noch eine kleine Geschichte aus Istanbul erzählen. Ich war ja vor ungefähr ein Dreivierteljahr in Istanbul bei einer Haartransplantation und da habe ich auch einen Typen kennengelernt, der hat auch eine HT gemacht, also eine Haartransplantation. Und ich habe ihn dann so gefragt, so hey, was hast du eigentlich so für Haarstyling-Produkte verwendet? Und er meinte dann zu mir, jo, kennst du diese fetten Pötte aus Holland, diese Gel-Pötte, so 1 Liter oder 500 Milliliter waren da drin, so gelbe, grüne Pötte, die habe ich mir mal in die Haare geklatscht. Aber gut, siehst du ja jetzt, was ich davon habe, ne? Muss eine Haartransplantation machen. Und Leute, ich glaube, das sagt alles. Da sind wir auch schon beim nächsten Tipp, und zwar Haarpflegeroutine ändern. Ändert einfach mal eure Haarpflegeroutine. Was meine ich damit? Versucht zum Beispiel einfach mal eure Haare weniger mit Shampoo zu waschen. Ja? Benutzt zum Beispiel einfach nur 2-mal die Woche Shampoo und 4-mal die Woche Conditioner. Oder wascht eure Haare einfach mal mit kaltem Wasser anstatt mit warmem Wasser. Oder versucht mal so Haarpflegeprodukte in eure Haarpflegeroutine zu integrieren, wie zum Beispiel Leave-In-Produkte oder zum Beispiel ein Haaröl. Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass seitdem ich das gemacht habe, also Haarpflegeprodukte wie zum Beispiel ein Haaröl in meine Haarpflegeroutine integriert habe, habe ich persönlich mein Haargame auf jeden Fall um eine richtig krasse Stufe verbessert. Tipp Nummer 3, testen, testen, testen. Leute, testet einfach mal verschiedene Produkte aus. Ich weiß, wir Männer sind da ganz oft sehr einfach gestrickt. Ja? Wir sagen zum Beispiel, oh, yo, hier dieses Produkt da, Strandmatte, läuft, benutze ich jetzt immer. Kann ich auf der einen Seite verstehen, aber auf der anderen Seite gar nicht. Denn wenn man langfristig denkt, ich habe gerade die Geschichte von dem Typen aus Istanbul erzählt, Leute, achtet wirklich drauf, was in euren Produkten drin ist und testet einfach ein paar Produkte einfach mal aus. Und klar, Leute, ich weiß, wir sind alle heutzutage super busy, wir haben alle keine Zeit mehr, irgendwas zu testen, aber dafür gibt es ja Menschen, die dazu Videos machen. Ja? Also, wenn du mein Produkt getestet haben möchtest, schreib es einfach in die Kommentare rein. Ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen. So Leute, kommen wir jetzt zu meinen Produkten. Ganz wichtige Info, Leute, ich mache das alles komplett self-made. Ja? Da steckt kein fetter Investor hinter mir. Ich mache das nicht mit einem Partner zusammen oder so, mit einem fetten DM oder Rossmann. Nein, Leute, ich mache das alles self-made mit dem Support von euch natürlich, mit dem Support von meinen Freunden, von meinen Eltern. Und das will ich einfach nochmal hier an dieser Stelle gesagt haben. Der Online-Shop ist leider noch nicht fertig, aber ich wollte euch da draußen nicht warten lassen, denn ich finde es irgendwie ein bisschen doof, wenn ich irgendwie sage, so hey, meine Produkte kommen raus und ihr müsst dann Ewigkeiten warten. Deshalb habe ich alles Mögliche in Bewegung gesetzt, dass ihr schnellstmöglich die Produkte bekommen könnt und aus dem Grund habe ich die Produkte als allererstes mal bei Amazon gelistet. Und die Links zu den Produkten findet ihr natürlich in der Infobox. Aber was zur Hölle sind das denn eigentlich für Produkte? Starten wir jetzt mal. Das erste Produkt, der ein oder andere kann sich vielleicht schon denken, ist ein pflegendes Produkt und zwar ein Haaröl, ein Moroccan Argan Oil. Warum denn ein Haaröl? Leute, meine Haare sind halt von der Struktur her ein bisschen struppig, also so ein bisschen strohig und die neigen dazu halt sehr schnell auszutrocknen und ich habe auch so wellige und lockige Haare und gerade als ich mir meine Haare lang wachsen lassen, da war es halt so, dass ich gemerkt habe, shit, wenn ich jetzt meine Haare lang wachsen lasse, dann muss ich irgendwas machen, damit meine Haare halt nicht mehr so strohig und nicht mehr so struppig aussehen. Ja? Und da hat meine Freundin mir halt
halt irgendwann mal gesagt, hey Daniel, probier doch mal ein Haaröl aus. Ja? Und dann habe ich halt tatsächlich Haaröl kennen und lieben gelernt. Und ich bin ganz ehrlich, hättest du mir vor 3 Jahren gesagt, dass ich mir irgendwann mal Öl in die Haare schmiere, ja, da hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Und hättest du mir dann noch gesagt, hey, du bringst irgendwann mal selber ein Haaröl auf den Markt, ja, dann hätte ich gedacht, Alter, ich zweifle gerade tatsächlich an deinem Verstand. Aber ja, manchmal kommt es dann doch ganz anders. Quick und dirty, wozu ist Arganöl gut? Arganöl repariert zum Beispiel ausgetrocknete Haare. Arganöl schützt auch deine Haare vor Hitzeschäden. Und in Arganöl sind halt super viele Nährstoffe drin, die deine Haare halt super schön geschmeidig machen. Der Geruch von meinem Arganöl ist sehr intensiv, weil halt 100%iges Arganöl in dem Produkt verarbeitet ist. Denn ich möchte halt, dass dieses Produkt halt wirklich so gut es geht deine Haare pflegt. Das war mir ein ganz großes Anliegen. Und wenn du dann das Öl in deinen feuchten Haaren einmassiert hast, dann verfliegt der intensive Geruch auch und dann riecht es wirklich optimal. Mein Tipp, bau auf jeden Fall ein Haaröl in deine Haarpflegeroutine ein. Ich zum Beispiel benutze mein Haaröl jeden zweiten Tag. Und wenn du jetzt noch ein vernünftiges Haaröl suchst, ja, jetzt kennst du ja eins. Kommen wir jetzt zum zweiten Produkt, was ich wirklich tagtäglich in meinen Haaren drin habe. Viele von euch haben mich auch schon gefragt, Daniel, was zur Hölle hast du eigentlich in deinen Haaren drin? Leute, jetzt verrate ich es euch. Und zwar meine Hair Defining Cream. Ich wollte unbedingt ein Produkt haben, mit dem ich meine Haare stylen kann, was aber auch gleichzeitig meine Haare pflegt. Und dafür ist diese Hair Defining Cream einfach Bombe. Mit der Creme kannst du deine Haare so richtig schön kontrollieren, definieren und kriegst auch richtig schön Struktur in deine Haare rein. Und die Vitamine E, Omega 3, 6 und 9 Fettsäuren, als auch das Arganöl, was in der Creme verarbeitet ist, machen deine Haare wirklich super weich. Wenn du deine Haare jetzt zum Beispiel lang wachsen lässt oder du struppige Haare hast oder deine Haare dazu neigen auszutrocknen oder du lockige Haare hast oder wellige Haare hast, dafür ist dieses Produkt einfach bombastisch. Aber Leute, das Produkt funktioniert auch mit glatten Haaren. Ja? Leute, die zum Beispiel sehr glatte Haare haben, die haben meist Probleme, Struktur in die Haare reinzubekommen. Und meine Freundin hat glatte Haare, sogar sehr glatte Haare. Und die liebt dieses Produkt auch über alles. Und kein Scheiß, Leute, meine Freundin und ich teilen uns wirklich dieses Haarstyling-Produkt. Und das riecht auch echt so, dass sowohl Frauen als auch Männer das benutzen können. Ihr müsst es einfach ausprobieren, wirklich. Wenn ihr noch eine ausführliche Rezension von den Produkten haben möchtet, ja, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich wollte euch auf jeden Fall jetzt schon mal Bescheid geben, dass die Produkte erhältlich sind. Und wenn du jetzt deinen Haaren ein bisschen Wellness gönnen möchtest, ja, dann auf jeden Fall die Produkte abchecken. Links sind in der Infobox. Und wenn du eins der Produkte gekauft hast, dann auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Osman Beyers. Osman, vielen Dank für deinen Support hier auf meinem Kanal. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Ganz easy und vielleicht bist du beim nächsten Mal dann schon am Start. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden auf Facebook, auf WhatsApp, wo auch immer. Ich freue mich über jeglichen Support, den ich von euch bekommen werde. Und bald gibt es dann weitere Videos mit meinen Produkten. Also macht's gut, haut rein, peace out.